So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wird's jetzt dunkel oder wird's nicht dunkel? Ich bin gerade absolut im Aufnahmefieber. Trotzdem wird weiterhin die 10 Minuten Folge triumphieren. Wie schon gesagt, einfach aus privaten Gründen zurzeit. Jetzt wird's dunkel. So. Das heißt, wir dürfen doch in die Richtung laufen. Und möglichst schnell unseren Schlafplatz aufsuchen, damit wir in der Nacht nicht von irgendwelchen hässlichen Gestalten heimgesucht werden. So. Möglichst hurtig, damit am Morgen auch nicht schon solche komischen Leute vor der Tür stehen. Ich habe gerade brutalen Durst. Ich werde jetzt sofort nebenbei was trinken. Erstmalig in der Aufnahme. Lecker Spezi. So, ganz frech. Ganz frech und unverschämt habe ich jetzt das erst. Naja, okay, im Adventure habe ich schon mal, glaube ich, während der Aufnahme getrunken. Aber ich glaube, das allererste Mal im Minecraft Let's Play die Flasche zur Hand genommen und etwas getrunken. Aber das sage ich jetzt ganz ehrlich, das ist mir vollkommen Wumpe. Ja? Vollkommen egal. So, wir bauen hier natürlich gleich wieder weiter mit unserem wunderschönen Häuslein. Da muss natürlich auch noch ein Zäunchen hin. Sehe ich so gerade. Ist es noch nicht zu hoch. Hier ist es eigentlich okay, wenn man da nicht am Springen ist. Das ist zwar dieselbe Situation wie da, aber wenn man dort nicht am Springen ist, ist ja alles in Ordnung. So. Jetzt sehe ich natürlich, wir machen das ein bisschen anders. Wir stellen hier ein Zäunchen hin. Machen das hier so. Und dann klatschen wir einfach ganz frech und unverschämt überall ein Hausstep drauf. Ist zwar jetzt momentan totale... Nein, eigentlich ist es keine Ressourcenverschwendung. Weil zwei Hausstepps gleich ein Cobblestone. Und wenn wir es hätten ausgefüllt, hätten wir es eigentlich mit Cobblestone wahrscheinlich ausgefüllt. Dementsprechend ist es ja noch nicht mal eine Verschwendung. So. Und dann kommt hier ein Cobblestone dazwischen. So. Und auch hier geht es weiter mit dem lieben netten Cobblestone. So. Und hier kommt auch Cobblestone. Da kommt ein Fenster. Fällt mir gerade so nebenbei ein. So. Und obendrauf kommt dann ein ganz neumodisches Spezialdach. Und zwar aus roten Tonziegeln. So, zack, peng, bumm. Jetzt platzt die Bombe. Eine nach der anderen. Ganz neue Ansichten, ganz neue Bauarten.
Nein, das wollte ich nicht machen. In einem altertümlichen Hause. So. Und auch hier, da kommt dieses Slab weg. Und der kommt dort ein. Hei. So, einer weg. Wunderbar. Kann ich hier nicht noch ein Fenster reinknallen? Ungeschickt. Aber dann kann ich doch hier schon mit dem Aufgang beginnen. Jetzt ist nur die Frage, wie wir die Ziegel dort dran machen. Na, wir tun die eins überlappend. Also nochmal da hoch. Das heißt, dort ist ein Block dazwischen. So. Na, da lassen wir mal weg. Da ist ein Block dazwischen. Das ist richtig. Und dort oben drauf ist ein Zu. Das heißt, der ist auch frisch. Der Block. Das heißt, auf dem hier können wir laufen. So. Dann brauchen wir natürlich noch mehr davon. Und die stellen wir einfach mal jetzt hier hin. So. Weil dann haben wir oben drin doch relativ viel Platz, obwohl wir nicht allzu viel verschenken. So, das heißt, hier bleibt alles offen. So, da, da. So. Aua. Das war jetzt natürlich nicht so geplant. Aber ich sehe, dass es hier Lehm gibt. Und da wir Lehm brauchen, ist das verdammt gut. Dieses Gewässer werden wir natürlich wieder ausbessern, da es direkt in unmittelbarer Nähe zu unserem neuen Zuhause ist. Aber vorerst werden wir uns hier erstmal den Lehm rausziehen. So. Und den katschen wir uns jetzt erstmal hier auch raus. Nicht, dass hier noch irgendwas verschwindet. So. Restlos braucht man eigentlich den Lehm. Können wir da irgendwas denken? Die Samen können wir da wegschmeißen. Die braucht doch keiner. So, dala. Und hier unten nehmen wir den Lehm natürlich auch gleich mit. Weil wir ihn brauchen. Uppa. Aua. 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 So.
da mal nichts wie hurtig darüber. Und dann schauen wir mal. Ja, ich sehe gerade, wir machen noch 10 Minuten Folgen. Dementsprechend sind wir schon wieder am Ende angelangt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Ich bin euer Dark Dragon Anti. Bis dann. Ciao, ciao.